An meiner Seite Roland Bosch, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Friedrichshafen und Projektleiter der Aero 2014, einer jährlichen Messe rund ums Flugwesen. Herr Bosch, warum die Wahl Friedrichshafen für den Standort dieser Messe? Ja, das ist ganz einfach. Friedrichshafen hat eine sehr, sehr lange Luftfahrttradition. Graf Zeppelin, dem Friedrichshafen wirklich alles zu verdanken hat, hat hier im Jahre 1900 sein erstes Luftschiff in die Luft gebracht. Und Friedrichshafen hat seit dieser Zeit eine wirklich sehr, sehr große Tradition. Es sind Firmen wie Dornier, Maybach, jetzt die Zahnradfabrik, also ZF oder Rolls-Royce, die EADS. Das sind alles Firmen, die aus dieser Gründerzeit von Zeppelin entstanden sind. Und insofern ist Friedrichshafen prädestiniert für dieses Thema. Seit wann gibt es die Aero? Die Aero gibt es seit 1977, also wir haben da jetzt fast eine 40-jährige Tradition und es ist mittlerweile die größte und wichtigste Messe für die allgemeine Luftfahrt in Europa und wir sind dran, dass wir da auch, denke ich, weltweit führend werden. Wie läuft es denn in diesem Jahr hier auf der Messe? Haben Sie schon Vorstellungen, haben Sie schon Feedbacks? Ja, ich habe einige Feedbacks schon. Also Sie sehen jetzt auch, wenn Sie durch die Gänge laufen, sehr, sehr viele Besucher, internationale Besucher. Die Besucher kommen wirklich aus 40, 50 Ländern und man hört alle Sprachen. Also ich denke, das wird wieder ein großer Erfolg werden. Können Sie einen Anstieg der Aussteller und eventuell auch der Besucher verzeichnen? Also wir haben jetzt in diesem Jahr 606 Aussteller, ganz genau. Das ist ungefähr im Schnitt die gleiche Zahl wie die letzten Jahre. Also es ist sehr stabil und von dem Besucher her, da liegen wir ungefähr bei 33.000 Besucher. Wobei wir sehr viele Fachbesucher haben, sehr viele Besucher haben einen Pilotenschein. Quasi über 60% der Besucher besitzen eine Lizenz zum Fliegen. Welche Kategorie ist am meisten vertreten hier auf der Messe und was interessiert auch die Besucher am meisten? Gut, ich denke, dass das Thema leichte Flugzeuge, Ultraleichtflugzeuge, Very Light Aircraft schon dominierend ist, auch die Gyrocopters. Aber wir haben auch größere Flugzeuge, ein, zwei Mods und jetzt auch eine wirklich schöne Jetline mit tollen Business Jets bis hin zur Gulfstream, Cessnas und Embraers. Also wir haben wirklich die ganze Range vom kleinsten 120 Kilo Flugzeug bis zum teuren Business Jet. Die Daten bis 2020 stehen ja schon fest, ja, habe ich auf Ihrer Internetseite gesehen. Was erwarten Sie sich von den nächsten Messejahren? Also wir erwarten einen Anstieg. Wir haben seit Beginn der Aero immer wirklich von Jahr zu Jahr mehr Aussteller, vor allem auch eine größere Produkttiefe, mehr Qualität. Und wir arbeiten einzelne Bereiche raus, wie beispielsweise die Engine Area, Avionics Avenue. Und das sind Bereiche, die wir auch in Zukunft verstärkt machen werden. Herr Bosch, ich möchte Ihnen natürlich nochmal ganz herzlich danken, dass Sie unser Projekt Fly Europe so aktiv unterstützen. Sie haben uns ja auch diesen Stand zur Verfügung gestellt, damit wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern die Luftfahrtkultur verbreiten können. Dafür möchten wir Ihnen natürlich ganz herzlich danken. Und ich hoffe auch, dass wir natürlich in der Zukunft ganz stark zusammenarbeiten werden. Ja? Natürlich, wir unterstützen jegliche Institution, die allgemeine Luftfahrt nach vorne bringt. Und Fly Europe TV ist auch jemand, der wirklich mit viel Idealismus und Initiative dieses Thema verfolgt, so wie die Aero. Und ich denke, nur so wird die Fliegerei weiterhin einen großen Erfolg haben. Wir brauchen solche Leute wie Sie. Können Sie unserem Projekt vielleicht als Experte noch einen kleinen Hinweis geben, wie wir es am besten angehen können? Ich denke, ihr seid schon auf einem wirklich guten Weg. Einfach den direkten Kontakt zu den Ausstellern, das ist ganz, ganz wichtig. Und gucken, dass man eine Lobbyarbeit macht für die Fliegerei. Dass die Fliegerei, die wirklich von vielen geliebt wird, aber auch von vielen nicht geliebt wird, dass man da das Verhältnis zum Positiven umkehrt. Ja, genau. Dass man auch eben den Nutzen des Flugzeuges zum Wohle der Gesellschaft herausstellt, genau. Nicht? Das ist richtig, genau. Ein Flugzeug soll nicht nur jetzt irgendwie für die Leute irgendwas sein, das Lärm macht, sondern das hat einen sehr, sehr großen Nutzen. Und jeder, der irgendwo mal einen Hubschrauber braucht, wenn er einen Unfall hatte oder einen Herzinfarkt oder sonst was, der ist ganz, ganz froh, dass es Flugzeuge gibt und dass es Piloten gibt, die Flugzeuge bewegen können. Ja, das ist richtig. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ja, und ich wünsche Ihnen von der Geschäftsleitung auch sehr viel Erfolg und hoffe, ja, dass sich die Messe auch immer weiter trägt. Okay, vielen Dank und weiterhin auch euch viel Erfolg. Danke.